Die Leber ist nicht nur das größte innere Organ des menschlichen Körpers, sondern auch eines der kompliziertesten. Komplexere Eingriffe oder größere Operationen, bei denen mehr als die Hälfte der Leber entfernt werden müssen, stellen ein lebensbedrohliches Risiko für Patienten dar. Die Entscheidung über eine optimale Behandlung, zum Beispiel in der Krebstherapie, ist sehr schwierig. Für den Erfolg einer Therapie spielen die Gefäßanatomie und das Volumen der Restleber eine große Rolle. Fraunhofer Mewis unterstützt Radiologen und Chirurgen mit spezialisierten Softwareassistenten bei der Planung und Durchführung einer Behandlung. Wir entwickeln aus Daten des Patienten, die in der Radiologie aufgenommen werden, individuelle 3D-Modelle, die dem Arzt helfen, die Entscheidung, wie operiert wird und wo geschnitten wird, zum Beispiel bei einer chirurgischen Entfernung eines Tumors, diese Entscheidung sicherer zu treffen. Und unterstützen dabei die Diagnose des Lebereingriffs selbst, die Planung des Eingriffes, die Therapieentscheidung, wenn man verschiedene Optionen hat, und entwickeln auch Software, die die Kontrolle und das Monitoring am Ende des Eingriffs oder nach dem Eingriff unterstützen. Und auch der Patient profitiert, indem er die optimale, im Idealfall, Therapie bekommt. Die Anzahl und Verteilung der Krebsherde in der Leber dieses Patienten lassen auf den ersten Blick einen inoperablen Fall vermuten. Darüber hinaus können Operationen, die aufgrund der reinen Datenlage erstmal schwierig oder unmöglich erscheinen, genauer geplant werden und eventuell dadurch auch erst ermöglicht werden. Am Modell können verschiedene Resektionen virtuell ausprobiert und ihre jeweiligen Risiken berechnet werden. Hier ist es durch die Kombination zweier Schnitte möglich, die Krebstumoren sicher zu entfernen und noch ausreichend Lebergewebe zu erhalten. Mithilfe des Planungs- und Analyseassistenten konnte ein als inoperabel eingestufter Patient schließlich erfolgreich operiert werden.